It's summer 2020, a beautiful day, the sun is shining, yet we are in the midst of the most terrible crisis since the Second World War. The crazy coronavirus has attempted to change our lives in ways we never expected, the economic consequences of which have been so severe that many of you watching have experienced great hardship. And this goes for the classical music world too. Big symphonies in their original instrumentation are simply not possible right now. But with Ensemble Mini, we have an answer. With our concept of arranging for mini orchestra, we are actually the ultimate Corona orchestra. And so with our wonderful musicians from the great German orchestras, we've teamed up with Deutschlandfunk Kultur, the German culture radio, to present a wonderful ghost concert without audience here at the beautiful Jesus Christus Kirche Dahlem in the south of Berlin. This is a place made famous by the recordings of Herbert von Karajan and the Berlin Philharmonic, and so I thought what better piece to play than my arrangement of Bruckner's Ninth Symphony, a work of great reflection and spirituality, so appropriate for these difficult times. Stefan Lang von der Deutschlandfunk Kultur presents. Ja, in vielerlei Hinsicht ein besonderer Abend. Das Programm ist besonders, die Besetzung ist es auch und es ist das letzte in der Serie unserer Spontankonzerte aus der Jesus-Christus-Kirche in Berlin, die wir faktisch als Corona-Konzert-Alternative hier etabliert haben. Beginnend am 27. März haben wir unser Abendprogramm ja geändert, weil nicht mehr ging, was gut geplant war. Und wir sind heute beim 27. Spontankonzert in und aus der Kirche angekommen. Soloklavier, Ensemble für neue und alte Musikformationen, der Orchester und Chöre GmbH, Orgel- und Bläserensemble, immer in den Corona-Koordinaten. Wir danken da ganz herzlich auch den Kollegen hier, die das ermöglicht haben. Wir würden gerne fortsetzen. Heute aber ist der letzte Abend in der Reihe. Auch Produktionen wird es erst einmal nicht mehr geben, weil eben in der Kirche gebaut, das Dach erneuert wird, ist dringend notwendig. Mit den Arbeiten geht es im September los. Hoffentlich können wir planmäßig ab dem nächsten Jahr vielleicht ja auch schon etwas eher wieder einsteigen. Das wird wohl in den ersten Wochen der Bauphase abschätzbar werden. Alle Maßnahmen sind ja hier von ganz oben abgesegnet. Das sollte also ohne Probleme verlaufen. Diese Anmerkung vorweg, Stefan Lang begrüßt Sie zu dem besonderen letzten Konzert. Anton Bruckners Neunte steht im Mittelpunkt. Geht ja gar nicht, werden Sie sofort denken, geht doch, wenn Jules Gale das Ensemble Mini leitet. Jules Gale hat mit besonderem Blick auf den romantischen Tonsatz des Anton Bruckner eine Version für 12 Spieler entwickelt. Streicher, Bläser, Akkordeon, Klavier. Knapp eine Stunde dauert die Neunte. Es gibt noch 3 der ungarischen Tänze von Johannes Brahms vorweg, quasi als Lockerungsübung auf dem Weg zu Anton Bruckner. Ensemble Mini, die kleine Besetzung, macht die Musik. Wenn die Tiefenschärfe stimmt, ist die Wirkung garantiert. So könnte man das auf den Punkt bringen. Das Ensemble Mini ist ein Berliner Projekt. Jules Gale, ein Brite, steht ihm vor, hat die Gründung angeregt, ist auch der Projekterfinder und Ermöglicher und von ihm nachträglich auf die Fährte der Durchhörbarkeit, der Transparenz gesetzt worden. Die Ensemblegründung ist ja eigentlich die Konsequenz von Gales Erfahrungen in der Auseinandersetzung mit der großbesetzten Literatur. Man kann beim Ensemble Mini auch an den Verein für musikalische Privataufführungen denken von Schönberg in Ermangelung eines Orchesters 1918 gegründet. Man wird auch sofort eine Verbindung zu den aktuellen Forderungen in Corona-Zeiten finden, die uns ja zwingen, die Besetzungsstärken zu reduzieren, hat aber mit den grundsätzlichen Überlegungen von Jules Gale so gar nichts zu tun. Wir werden erst einmal ungarische Tänze von Johannes Brahms in der Bearbeitung von Jules Gale hören, dann zwischendurch auch über Ensemble und Bruckner in Mini reden. Als Auftakt also 3 der ungarischen Tänze von Brahms, die Nummer 1 G-Moll, Nummer 3 F-Dur und Nummer 5 G-Moll mit dem Ensemble Mini unter Jules Gale. Thank you.
Ja, macht einfach Spaß, das so entschlackt und aufgeladen zu hören. Das waren drei der ungarischen Tänze von Johannes Brahms. Der erste in G-Moll, der dritte in F-Dur und der fünfte wieder G-Moll hier in der Jesus-Christus-Kirche in Berlin und im Konzert von Deutschlandfunk Kultur. Da spielte das Ensemble Mini unter der Leitung des Brahms und Bruckner Arrangeurs Jules Gale. Ja, eigentlich müsste man sagen, das ist nicht nur Arrangieren, das ist auch Neudenken dieser Musik. Wir werden gleich auch mit Jules Gale darüber sprechen. Jetzt steht Clara Dent mir gegenüber. Clara Dent, die wir eigentlich gut kennen. Clara Dent, Solo-Oboistin des Rundfunksinfonieorchesters Berlin. Auch Bruckner gestellt durch die Aufführung der großen Bruckner-Sinfonien über all die Jahre. Und auch Jung-Kun Kwak, Geiger in verschiedenen Berliner Orchestern, wird gleich zu mir kommen. Wir wollen uns über das Ensemble Mini ein bisschen unterhalten, wie Sie dazu gekommen sind und was das vielleicht auch mit Ihnen gemacht hat. Ja, Frau Dent, ist das so eine, ich probiere es mal anders, oder ist das, wie ist das bei Ihnen so verlaufen? Wird man da einfach, bekommt man den Gedanken irgendwie eingepflanzt, will ich unbedingt machen, will ich ausprobieren, wie war das? Genau, also ich finde, dass Jules Gale da eine sehr besondere Idee nach Berlin gebracht hat, mit diesem Ensemble symphonische Werke in kammermusikalischer Besetzung zu spielen. Und da ich ja eine leidenschaftliche Orchestermusikerin auch bin, hat mich das natürlich sehr gereizt, diese Symphonien und großen Werke auch mal in kleinerer Besetzung mit guten Musikern zu zelebrieren. Jung-Kun Kwak, bei Ihnen, wie ist das? Sie spielen in verschiedenen Orchestern, spielen verschieden Besetztes. Ist das eines der vielen Projekte oder ist es ein Projekt, auf das Sie sich immer besonders freuen, weil es eben was Besonderes ist, weil es vielleicht auch ein neues Denken von Musikrezeption irgendwo bei Ihnen auslöst? Ja, klar. Also das ist eine ganz wunderbare Gelegenheit, diese Werke eben auf ganz besondere Art und Weise zu lernen, zu durchleben und diese Transparenz, die man da halt leichter bekommt aufgrund der Besetzungsgröße, ist da natürlich ausschlaggebend. Vielleicht ist auch wichtig, Frage an die beiden, dass man das ja nicht unbedingt im Konzertsaal, also wir sind heute in der Kirche, in der Jesus-Christus-Kirche, aber sonst haben Sie ja ganz abgefahrene Locations auch, die Sie bedienen. Vielleicht ist es auch wichtig, das dort zu spielen, in der kleinen Besetzung, die so wunderbar explodieren kann, zu spielen, um vielleicht auch neue Leute ranzukriegen, Frau Dent, oder? Genau, also ich glaube auch, dass dieses Konzept ein anderes Publikum anzieht und gerade auch durch diese unterschiedlichen Orte, an denen dieses Ensemble spielt, in denen man normalerweise keine klassischen Konzerte hören kann, ist das sicher sehr reizvoll für das Publikum. Ist das bei Ihnen auch so, Herr Kwak, dass Sie sagen, also mit der neuen Umgebung, in der neuen Ensemblestruktur wären das ganz andere Werke, vielleicht auch ganz andere Ereignisse? Ja, absolut. Also wir versuchen ja nicht zu simulieren, dass wir ein großes Orchester nachstellen, sondern wir versuchen eben ganz andere Wege zu finden, auch die Frage der Balance zu erörtern. Und auch Frage an beide, spielen Sie das, denken Sie anders über die Bruckner-Sinfonien, wenn wir es jetzt gerade mit der 9. zu tun haben, ist das für Sie vielleicht doch ein anderes Werk geworden und sind die Phänomene bei Brucknerscher Musik bei Ihnen auch irgendwo jetzt anders angelegt worden? Ja, also ich würde sagen, es ist schon eine sehr große Herausforderung, so eine Bruckner-Symphonie in kleiner Besetzung zu spielen, weil Bruckner lebt von diesem klangvollen Spannungsbögen, die eigentlich zum Teil endlos sein sollen. In so einer kleinen Besetzung ist sowas viel schwieriger umzusetzen als mit einem orchestralen Sound, sage ich mal so. Und da sind wir alle gefordert, das eben zu schaffen. Und Herr Kwak, wenn Sie jetzt die Bruckner Neunte in einem anderen großen Orchester mitspielen würden, das wäre ein leichter Akt, also mit links zu spielen, weil Sie ja diese Spannung in dem Kleinen, also ich stelle mir das als riesige Aufwallung vor. Das ist natürlich eine ganz andere Konzentration, gerade als Streicher. Normalerweise haben wir ja dann 30 Geigen auf der Bühne sitzen, im Idealfall. Das ist hier natürlich mit zwei Geigen was ganz anderes, aber es ist auch eine reizvolle Aufgabe. Wir werden es gleich hören. Ich danke Clara Dent. Die wird gleich bei dem Bruckner die Oboe spielen und Jung-Kun Kwak ist einer der Geiger im Ensemble Mini. Ja, jetzt folgt gleich
Unvorstellbares, nämlich die große Sinfonie von Anton Bruckner, die 9. D-Moll, in der unvollendeten dreisätzigen Fassung für ein 12-Musiker-Ensemble, für das Ensemble Mini von Jules Gales eben arrangiert. Bruckner ist ein in Klangräumen denkender Komponist. Da fragt man sich, ja, geht das überhaupt, Jules Gale? Absolutely, it's surprisingly possible. We actually... Na klar, das geht überraschend gut. Wir sind mit der Version ja überaus glücklich. Mir war immer klar, besonders bei Bruckners 9. ist es vor allen Dingen diese Feierlichkeit und ist es dieser Geist von Innerlichkeit, den haben sie so nicht in den anderen Sinfonien. Deswegen denke ich, Bruckners 9. funktioniert gerade deshalb gut für ein kleineres Ensemble. Sehen Sie, die ganze Sinfonie ist faktisch daraufhin angelegt, Disziplin und Feierlichkeit zu entwickeln. Man wartet immer ab, holt Atem und entwickelt diese entsprechenden Strukturen. Da ist wirklich alles gegeben, um auch große Kammermusik zu schaffen. Sie finden Lösungen, um das in kleiner Besetzung darzustellen. Sie können hier im kleinen Ensemble gemeinsam Klangvorstellungen entwickeln, Entsprechungen finden. Da gibt es vielleicht sogar mehr Möglichkeiten als im großen Orchester. Ja klar, da fehlt in kleiner Besetzung immer was, aber dann ist die Musik strukturell auch von einer Klarheit und diese Klarheit erlaubt Ihnen eine Darstellung, ohne dass man etwas vermisst. There is so much simplicity to it and this simplicity allows you to arrange without much being missing, you know. Jules Gale, Sie müssen aber bei dem Bruckner ja irgendwie was weglassen oder man kann aber nichts weglassen. Wie machen Sie das? Well, I don't leave out anything. There's only one note in the trumpet where. Ich lasse da nichts weg. Da ist vielleicht mal nur ein Ton, zum Beispiel in der Trompete im ersten Satz, den ich einfach nicht untergebracht habe. Sonst ist alles dabei. Klar, Oktavverdopplungen, sowas gibt es nicht. Wir haben sozusagen weniger Register. Man muss die Musik ja in die Zeit stellen. Und ich finde, in Bruckners Musik und eigentlich vor allem seine Musik, und das ist der Schlüssel zu Bruckner, und das muss man für sich klar machen, er steht ja in Opposition zu allem, faktisch zum aktuellen Lebensgefühl heute. Was meine ich damit? Jeder hat Instagram. Du kannst jede Sache groß machen mit Photoshop und solchen Dingen. Bruckners Musik ist der Gegenpart, ein Gegenteil. Das ist dieser Extrakt. Die Musik, seine Strukturen, das spricht alles für sich. Und das will ich auch mit dieser Einrichtung zum Ausdruck bringen. Das Wesentliche, du hast nichts, was du vermissen wirst. Klar, du hörst da andere Klangfarben, das Arrangement klingt in anderen Farben, aber dieser Bruckner-Extrakt, der ist vorhanden. Wenn man so vorgeht, da ist das gar nicht schwer, alles einzuschließen. Die große Herausforderung beim Spielen von Orchestermusik in kleiner Besetzung ist, wir müssen das anders spielen, wir müssen das anders aushören, wir müssen Tempi anpassen, eben weil wir kleiner sind. Klingen wir anders und wir müssen mit der ganzen Dynamik, mit den Lautstärken anders umgehen. Wenn da Forte steht für alle, da ist es bei uns dann ein Forte nur für die Hauptstimme. Im Kammerensemble gelten ja ganz andere dynamische Grundsätze, um eben die Strukturen zu verdeutlichen. Diese Anpassungen sind immens wichtig, sind praktisch grundsätzlich. And that is particularly the case for dynamics, you know. Trotzdem, ich will Ihnen glauben, Jules Gale, aber trotzdem, ich hake nochmal nach. Sie haben ja auch die 10. und 9. Gustav Mahler aufgenommen, auch gemacht. Ich bin sogar der Meinung, dass das bei Gustav Mahler vielleicht ein bisschen einfacher ist. Da sind viel mehr Wechsel drin, ja, und da gibt es viel mehr Schnitte. Bei Bruckner aber ist das, der ist ja horizontal gebracht, da sind ja diese Steigerungswerte doch über die Klangfülle auch zu erreichen. Also, well, I think with Mahler, if you give the example of Mahler, there are more decisions to be made with Bruckner's music, because... Ja, wenn Sie das Beispiel Mahler nehmen, da ist der Prozess ja ganz anders. Gibt es viel mehr Möglichkeiten, mehr Unklarheiten, aber auch in der Umsetzung. Bei Bruckner, ja, das ist so verpflichtend harmonisch, so voller Farben. Ich denke, bei Bruckner ist das klarer und zwingender. Wenn Sie verstehen, was Bruckner in seinen Sinfonien an Haltung, an Leben packen wollte, nehmen Sie zum Beispiel den letzten Satz, das ist Abschied vom Leben. Das taucht immer wieder auf Stellen, wo Sie eine Predigt hören, und Stellen eines großen Lamentosos, also einer Klage oder diese musikalisierte Abgeschiedenheit, Einsamkeit, Isolation. Auch im ersten Satz große Momente dieser Isoliertheit und Wildernis, also Einöde. Und wenn Sie sagen, vieles kann man sich wie in einem Film, in einem Filmscore vorstellen. Richtig.
Da haben sie diese monströse Geistlichkeit, diese religiöse Feierlichkeit, dann aber auch, wie im Film, eine große Armee kommt heran. Das hören sie im Kontrabass. Und diese Triode, diese Gruppe taucht in jedem Satz auf. Das kann verschieden interpretiert werden. Das ist die Art, wie uns Bruckner eine Geschichte erzählt. Ich denke ja, Bruckner bietet uns viel mehr ein Programm als Mahler. Deshalb ist Bruckners Musik für mich viel mehr Filmscore, als dass die Musik von Mahler sein kann. Also wenn ich bei Bruckner erkenne, was er als Geist, als Vorstellung in die Musik packt, kann ich das auch transkribieren, kann ich eine instrumentale Entsprechung finden. Okay, maybe if Bruckner's trying to convey an idea there, then you use a particular instrument for that moment. You know, that's so important. Ja, das leuchtet mir alles ein, Jules Gale. Ich habe aber immer noch irgendwie den Verdacht, dass da vielleicht Langeweile aufkommen könnte. Und die Gefahr der Langeweile muss man ja irgendwo umgehen. Also, well, the accordion is so important for Bruckner, because it's ja, für mich ist das Akkordeon ein absolut wichtiges Instrument in dieser Fassung für diese Sinfonie von Bruckner. Das hat eben diesen Orgelsound. Das gibt uns in dieser Besetzung diese Farbe von Kirche, von Orgel. Wesentliche kirchenmusikalische Farben werden bei Bruckner in der großen Besetzung von dem Posaun auch den anderen Blasinstrumenten gesetzt. Das Akkordeon steht da irgendwie in der Entsprechung, ist da wie eine Schnittstelle, wie ein Scharnier, um diese Effekte auf die Besetzung zu bringen. Mehr noch, er schafft dann eben auch eine Intimität, die sie im großen Orchester niemals erreichen. Und nochmal ganz allgemein, Bruckner war sehr einsam, als er starb. Und diese Einsamkeit kann man irgendwie mit dem Akkordeon transportieren. Das ist nicht Feierlichkeit, das ist eher Geistlichkeit. Das entspricht dem Wesen Bruckners, eines tief religiösen Menschen. Bruckners tägliches Leben war von dieser Hingabe, dieser Ergebenheit durchzogen. Was drückt das Akkordeon aus? Das Klavier der Flügel ist dann eine Ergänzung. Damit entspreche ich der Schönberg-Besetzung vor 100 Jahren, als er in einer produktiven Phase den Verein für musikalische Privataufführungen gegründet hatte. Deswegen auch diese Besetzung mit dem Akkordeon, was bei Schönberg natürlich damals eher das Harmonium in Verbindung mit dem Klavier war. Aber ich denke, das Akkordeon hat mehr Möglichkeiten, mehr Farben, mehr dynamische Stufen und kann schneller reagieren. Deshalb also Akkordeon statt Harmonium. Man kann natürlich mein Arrangement auch mit Harmonium besetzen, wenn man will. Das geht auch. And so that's why for me the accordion is somehow a better alternative to the harmonium. But actually, you could, if you really wanted to, do my arrangements with harmonium with no problem. Ja, danke, Jules Gale. Einige Anmerkungen zur wirklich besonderen Fassung der D-Moll-Sinfonie der 9. von Anton Bruckner, die wir jetzt hier in der Jesus-Christus-Kirche im Konzert von Deutschlandfunk Kultur mit dem Ensemble Mini erleben werden. Jules Gale, der Bearbeiter, dirigiert.
Thank you.
Thank you.
Mit der Bitte um Erbarmen endet dieses Adagio der 9. Sinfonie von Anton Bruckner. Die Bitte um Frieden steht für den Katholiken Bruckner als individuelle und als ganz große Frage am Ende seines Lebens. Der Eindruck entsteht auch, wenn wir diese Sinfonie, die Sinfonie Nummer 9, die Moll von Anton Bruckner in dieser kleinen Besetzung hörten, hier in der Jesus-Christus-Kirche Berlin im Konzert von Deutschlandfunk Kultur. Eine Fassung, die Jules Gale erstellt und mit dem Ensemble Mini auf den Weg gebracht hat. So haben wir sie soeben gehört. Hut ab den Minis, Hut ab Jules Gale für diese Besetzung, für diese Leistung, für diese, ja, Farben, die sie erzeugt haben, für diese Spannungen, die sie erzeugt haben. Also ganz groß. Vielen herzlichen Dank. Zuvor gab es im Konzert noch 3 der ungarischen Tänze von Johannes Brahms. Das alles in unserem letzten Spontankonzert in dieser Serie aus der Jesus-Christus-Kirche Berlin. Krönender Abschluss dieser Reihe. Vielen Dank. Tonmeisterin war Clemence Fabre, Toningenieur Aki Matusch, Tontechnik Uwe Lauschke und Thorsten T.J. Juch. Und wir setzen im Programm nahtlos mit Klaviermusik fort. Ursprünglich waren ja noch die Schönbergschen Orchesterstücke in der Fassung von Felix Kreisle geplant. Die konnten leider nicht vorbereitet werden. So haben wir jetzt noch etwas länger Zeit. Wir werden gleich zu den Kollegen ins Funkhaus zurückschalten. Dort greifen wir auf eine Sendung mit Klavierstücken von Ernst von Dohnányi zurück, die die Pianistin Sofia Gulbadamova spielen wird. Und beginnen wir mit einem Ausschnitt aus dem Opus 2. Dann wird Ihnen die Pianistin auch erklären, was das für Stücke sind.